Hallo und herzlich willkommen zurück zu Darksiders 1. Noch ein Strahl übrig, hat er gesagt. Dann gucken wir mal, wie wir jetzt da hochkommen. Schauen wir mal, schauen wir mal. Da nicht. Aber da. Was hier? Auch nicht. Okay, dann gucken wir hier. Wir sind unten, wir müssen nach oben. Doch, hier war das doch. Verzeihung. Bin gerade erst aufgestanden. Es ist 16 Uhr. Es ist kurz vor 17 Uhr. Wow. Ja, super, du Arsch. Okay, und von hier machen wir einen hier, obwohl das hätten wir noch gar nicht machen müssen, machen dürfen. Erstmal holen wir Seelen. Wie ich da hochkomme, man weiß es nicht, man munkelt bloß. Mist. So. Was haben wir hier? Artefakt-Soldat. Na gut. So, jetzt geht's über die Teleportationsregeln. Verdammt. Verdammt. Okay, jetzt müssen wir abwarten auf den richtigen Moment. Na gut, wir sind drüben. So. Als erstes müssen wir runter. Dann machen wir mal hier ein Portal hin. Hier ein Portal hin. Ich habe meinen Fehler gesehen. Wir dürfen dann durchspringen, obwohl wir darüber müssen. Wir brauchen ein schnelles Portal darüber. So, da sind die roten Kristalle. So. Hier Kristallportal. Als erstes will ich da die Mitte wegmachen. So. Sobald der da rüber dreht, können wir dann die Kiste holen. Oh, eine schöne Kiste mit einem Teil der Abgrundrüstung. Finde ich sehr gut. Wie viel haben wir jetzt eigentlich? 5 von 10. Es funktioniert. Dreh dich, dreh dich, dreh dich. So, dann machen wir hier einzeln.
und springe dann ganz entspannt rüber. Knack die Kiste. Boom. Fährt das Portal hoch. Damit wir da hochkommen. So, dann gehen wir natürlich mal hoch. Wir müssen jetzt natürlich laufen, aber das macht ja nichts. Aua. So. Na, was haben wir denn da? Einen Schlüssel. Das finde ich gut. Ups, das war zu weit. So. So, jetzt können wir ganz gechillt da durchlaufen und können jetzt hier raus, dann brauchen wir nicht außen rumlaufen und können gleich da hochkommen, wenn ich es richtig time. So und so. Jetzt schummeln wir ein bisschen, wenn wir rüber gucken. So, und einmal hatte ich hier einen Bug, da hat er einfach die Tür aufgemacht und nicht erst den Beobachter weg. Und hinterher musste ich dann das ganze Spiel von vorne spielen, weil ich so nie gespeichert habe. Nie über über Schnellspeichern gespielt habe. Man muss das ganze Spiel von vorne anfangen, weil ich da nicht durchgekommen bin. Da stand ich hinter der Tür und auf der anderen Seite konnte man nicht durchgehen. So. Wer das nicht hat kommen sehen, der kennt das Spiel einfach nicht. So, 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 wir schlagen. So, das war das Letzte. Dürfte das Letzte gewesen sein, bevor wir oben ankommen. Okay, wir müssen an einem Hebel drehen. Oh, ich weiß schon, wonach das riecht.
Sieht ja nicht nur so aus, es ist auch noch eine Arena. Okay, was brauchen wir hier? Dürfte ich mal ausholen? Dankeschön. Findisch. Meinsch. Der hat echt gemeint, dass ich meine Seele ihm gebe. Mann, 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 Mann. Der Irrglauben dieser Leute immer. Okay, wo kommen wir raus? Hier können wir raus. Da hoch kommen wir auch noch. Aber wir müssen erstmal da raus. Und wer hat's anderes erwartet? Natürlich kommt wieder so ein Rätsel. Feuer. Feuer. Die hängen ja nicht zum Spaß darum. Oh, leck mich am Arsch, leck mich am Arsch. Nein! Ah, Fehler gemacht. Wir dürfen nochmal von vorne anfangen. War ja klar, dass ich wieder die dümmsten Fehler mache. So, und jetzt wird abgewartet. Und wer das nicht hat kommen sehen, ja. Ihr wisst ja. It's always the same. Nur werden die Gegner langsam härter. Aua, aua, aua. Ja, komm, krieg auf, um zu heulen. Boah, kann das doch gar nicht wehtun. Du schlägst mich nicht mit deinem Schild. Und mit deinem Hammer erst recht nicht. So, und jetzt heißt. Ich habe mich einmal von so einem so treffen lassen. Ich habe vier Kristalle verloren. Das ist alles andere als. Gesund.
Schwein. Immer schön unterbrechen, dass der auch ja keinen großen Spell casten kann. Naja, Kleinvieh macht auch Müll. Dass aber so viel Kleinvieh ist, wundert mich. Tja, haben wir ihn schön unterbrochen. Okay, nochmal eine Runde kleiner Mistviecher. Daneben. Noch eine Runde. Mir reicht's. Sehen wir zu, dass die jetzt sterben. Vor allem der Dicke da. Wie bitte? Hey, die wollen mich verscheißen. Ach Mann. Na gut, geben wir unser Bestes. Aua. Aua! Au. Das sind die einzigen schildtragenden Gegner und die pissen mich an wie noch was. Aber haha. Da habt ihr es gesehen. Okay. Er hat sein Schild verloren.
Okay, den ersten hätten wir. So, geschafft. Gut, dann würde ich sagen, warten wir noch kurz. Und jetzt würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge von Darksiders 1. Bis dahin, auf Wiedersehen.